Hallo Deutschland zum Ende der Woche. Ein maskierter Mann stürmt heute Morgen mit gezückter Waffe in eine Seniorenresidenz in Hagen. Unter den Bewohnern und Mitarbeitern bricht Panik aus. Alles sieht nach einem brutalen Überfall und hinterlistiger Brandstiftung aus. Doch wie sich dann herausstellt, hat der Gastwirt aus Hannover selbst in seiner Bar Feuer gelegt, sich selbst gefesselt und behauptet, Opfer eines Überfalls geworden zu sein. Heute wurde das Urteil gefällt. In den frühen Morgenstunden rast das Auto durch Köln. Am Steuer ein 34-jähriger Mann, der kurz darauf die Kontrolle über seinen Wagen verliert und einen schweren Unfall verursacht. Der Fahrer rennt davon und vergisst anscheinend, dass in dem Autowrack noch jemand sitzt. Ja, und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Fahrer vor der Fahrt Drogen und Alkohol konsumiert hatte. Eigentlich wollte der Nachbar nur Unkraut vernichten, aber das richtig. Und mischte zwei Substanzen, die sich offenbar nicht vertragen haben. Und kurz darauf muss der ganze Wohnblock gegenüber evakuiert werden. Jetzt ist das Unkraut sein kleinstes Problem. Und jetzt ein Wunder für die Eltern Andreas und Manuela aus Bad Tölz. Ihre Tochter Lucy fängt gerade an zu laufen und Mama und Papa zu sagen. Das erleben zwar auch andere Millionen junge Eltern täglich, aber dieser Fall ist besonders, denn die kleine Lucy ist bereits 10 Jahre alt. Ja, es ist ein langer Weg, aber irgendwann wird Lucy wohl ein ganz normales Leben führen können. 50 Jahre ist es her, dass mit einem Knopfdruck alles bunt wurde. Unser hübsches Sofa hier zum Beispiel, das wäre vorher grau gewesen. Wir lieben Fernsehen, die große Show zum 50-jährigen Jubiläum des Farbfernsehens. Und was gab es da für große Shows in den letzten Jahrzehnten? Mit Frankenfeld, Juncke, Kuhlenkampf und natürlich nicht zu vergessen den hier. Und vielen anderen prominenten Gesichtern. Also nicht verpassen, morgen Abend um 20.15 Uhr. Und jetzt haben wir wieder einen Ausflugstipp für Sie. In unserer Hallo Deutschland Auszeit geht es heute nach Leipzig. Eine Stadt, die nicht nur, aber auch die Soko Leipzig zu bieten hat. Unsere Reporterin Yvette Kampfmann trifft gleich einen der Kommissare. Die hat's gut. Aber die Stadt hat natürlich auch vieles andere zu bieten. Sollten Sie sich anschauen, beides. Und jetzt was fürs Herz. Drillinge mit Samtpfoten. Also noch sind's Samtpfoten. Irgendwann werden da gefährliche Raubtierpranken draus. Sehr niedlich. Und mit süßem Nachwuchs geht's auch bei Leute heute weiter. Jetzt mit Karen Bepp. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende und am Montag begrüßt Sie hier Lissy Ischak. Auf Wiedersehen, bis bald.